Liebe Leute, heute ist es soweit, der Tag der Tage ist da, die Huntle Challenge ist da. Aber kurz bevor das losgeht, gibt es eine Produktplatzierung von mir. Diese Folge wird euch präsentiert von Anti-Pickel-Creme. Ja. Das habe ich jetzt mit Absicht gemacht, damit ihr mir alle nicht in die Kommentare schreiben kann, dass ich einen dicken Pickel auf der Nase habe. Aber ich könnte jetzt euch die Geschichte erzählen, warum es so ist, aber ich mache es nicht. Naja, in diesem Fall geht es heute darum, dass der Bronzebeard gegen den PZ antritt. Ja, das wird der Mega-Showdown dieses Jahr. Klitschko hat gesagt, er guckt sich die Folge an. Alle gucken sich die Folge an, ja. Und ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben, was ist euer Tipp? Team Bronzebeard oder Team PZ? Also mein Tipp ist, nachdem der gute Patrick ja auf zwei Fingern da seine Liegestützen gezeigt hat, das ist schon ein krasser Krampf. Und Krampf, ihr wisst schon, was ich meine. Und... also Leute, dranbleiben, es geht jetzt los! Okay, jetzt sind wir da angekommen. Der Moment der Momente! Der Kampf beginnt. Patrick gegen Bronzebeard Ben Kenobi. Und hier kommt Bronzebeard! Du packst das, Mann! Denk an deine Augen, Alter! Ich hab den vor Augen, ey! Lecker Schmecker! Komm! Oh, ey, ich weiß mal. Oh, hier, Scheiße! Gib mir! Oh, ja! Boah! Puh, mach mal warm! Und jetzt kommt der nächste Kontrahent. Er hat viele Träume. Er hat einen großen Garten. Er hat Hobbys. Er hat Leidenschaften. Und er ist ein guter Moderator für News. Games News. Hier ist der Pöse. So, meine Damen und Herren, bevor der große Showdown jetzt beginnt, gibt es erstmal noch die Regeln. Und ich habe hier ein persönliches Interview mit einem Trainer, der direkt beide Kontrahenten unter Vertrag hat. Der hat so viel trainiert mit denen. Das heißt, bei einem hat das Training anscheinend nicht so gut geklappt, dass der verlieren wird. Ja? Und der Verlierer, der wird auch eine Bestrafung machen müssen, die ich mir persönlich gerade einfallen lasse. Das wird eine tolle Sache. Und ja, Herr Currywurst, was sagen Sie denn? Guten Tag. Ja, ich bin gespannt auf den Kampf. Ne? Beide haben lang trainiert und ich bin gespannt, wie das ausgeht. Der Bronze, gute Voraussetzungen, der Patrick auch nicht schlecht trainiert. Da kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Was meinen Sie denn, was der Bronze möchte? Der Ofen-Roger ist von der Bronze das Heiligtum. Ne? Und wenn er das gewinnt, ne? Also der kriegt ja eine Jahresration, wenn er gewinnt gegen den Patrick. Und das wäre schon, das ist schon ein ordentlicher Ansporn, denke ich mal. Das klingt super, ja. Und wenn der Patrick gewinnt, der will auf jeden Fall noch einen längeren Marathon laufen als ohnehin schon 20 Mal um den Block und dann noch einmal rückwärts. Ja, also, jetzt kommen wir erstmal zu den Regeln von dem ganzen Event hier. Das Ganze findet in der Lanxess Arena statt, wie man hier sieht. Und wir haben tolle Ideen. Also, wir haben hier diese Stange, die wiegt schon 10 Kilo. Ja, das heißt, dass der Teilnehmer erstmal die Stange heben muss und jeder muss drei Rationen machen von den ganzen. Das heißt, einmal hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Da kennt der Patrick sich wieder aus. Und ihr seht hier die ganzen Gewichte. Immer pro Runde wird das dann aufgestockt. Ich glaube 2,5 oder 5, je nachdem, wir entscheiden das. Und derjenige, der das am Schluss am weitesten schafft, hat gewonnen. Ja, ich persönlich habe ja 85 Kilo geschafft mit verbundenen Augen. Aber ich wollte den Jungs natürlich heute nicht die Ehre wegnehmen und habe mir gedacht, der Bronze, der macht das oder der PZ. Und ich sag mal, jetzt geht's los. Ach so, und noch eine Sache. Der Trainer von den beiden Jungs steht übrigens nach diesem Match im Chat von ran.de bereit und ihr könnt ihm Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Ja? Ich bin bereit auf euch, ne? Los geht's, liebe Leute! Und eure Tipps in die Kommentare. So, das hier ist das Kampfgerät, wie man sieht, ja. Mit der Stange noch drauf. Also da liegen die Jungs gleich. Ich würde es euch gerne vormachen. Naja, auf jeden Fall, los geht's. Ich bin bereit. Komm, Junge, drei Wiederholungen. Nicht weniger, nicht mehr. Jawohl! Auf, 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 auf! Komm, Junge! Komm, Junge! Ich hatte geschafft, dann Trainer! Pack weiter! Ja, Mann! Sauber! Trainer, hast du noch Tipps? Nein, Mann, hau rein, da drei Schläge! Ich schaff das! Komm, Junge! Fünf Mutter, hau rein! Fünf Mutter, jawohl! Jawohl! Weiter! Nochmal! Nochmal! Fünf Mami! Nochmal rüberziehen! Sauber! Schön hier draußen, muss ich echt sagen. Ach, diese frische Landluft. Aber es geht weiter mit dem Bronze. Bist du bereit, Alter? Ja, was hast du jetzt hier? 40 Kilo oder das Trainer? Hau auf, Mann. Scheiße, Mann, ey. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann, Alter. Egal, scheißegal. Was ja, ich nicht, das jetzt du hebst alles, Mann. Round 3. Oh, Mann, ich muss schon mal sehen hier. Schnell. Komm, okay, los jetzt. Hopp, hopp, hopp. Zeig, was du drauf hast. Jetzt go. Oh, Alter, jetzt geht's schon los hier. Pumpen. Dafür wurde ich noch bezahlt, Mann. Weiter. Komm mal raus. Hau mal, Junge. Das sind Muckis. Oh, dann rudelt's, Alter.
Bereit? Bist du bereit? Ich war noch nie so bereit, Trainer! Du hast gerade die erste Stufe geschafft, die zweite Stufe. Jetzt machst du auch die dritte Stufe! Was laberst du da hinten? Mach, 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 mach! Komm, Pumpe, Pumpe, Pumpe! Jawohl! Gott ist mein Mann! Yeah! Während ihr da gerade die lauten Geräusche im Hintergrund hört und den Curry im Hintergrund seht, wie der da seinen Schal rumwickelt, findet jetzt die nächste Runde statt. 50 Kilo. Aber kurze Information, das waren jetzt gerade... Ja! Ja, Patrick war ja noch ganz schnell auf Toilette. Und es geht jetzt weiter. Also, dranbleiben. Ich bin gespannt. Der Zwischenstand ist, beide haben es geschafft. Und jetzt kommt die heiße Phase. Kurz vor dem Ofen rogieren. Kurz vor dem Ofen rogieren. Ja, Ration umsonst. Komm, das kriegen wir nie wieder. Pump jetzt. Endlich. Eins. Jawohl. Nochmal. Zwei. Komm. Drei. Und du Scheiß rein. Sauber. Jetzt geht die Wurst raus. Sauber, Junge. Nächste Stufe. Pack's das, ich glaube nicht. Hörst du? Hörst du, ich pack das. Komm, hallo, red mit mir. Sprich mit mir, Junge, sprich. Locker, locker. Go, go, locker. Go, go, go. Sauber, das ist eine Leiche. Nicht dran, nicht schon. Was, 60 Kilo? So viel wiegt doch nicht mal ein Ofen, Roger. Das will ich hören, Junge, das will ich hören. Jetzt packst du das, komm. Das ist das Gewicht deines Gegners, das packst du locker. Du packst deinen Gegner locker. Komm schon, Junge. Komm schon, Junge. Ja, ja. Ja, das ist sauber. 30 Kilo mein Körpergewicht, kein Problem, ich schlag den Monster. Das ist eine Ansage, mein Freund, das ist, oh, sorry, warte mal kurz. Das ist eine Ansage, mein Freund, komm schon mit dem Ding. Patrick, Patrick, komm, komm, heb auch das Ding. Sauber. Erste Stufe, zweite Stufe. Dritte! Jawohl, Junge, jawohl, das ist schön. Das ist gut, das will ich so sehen. Scheiße, 65 Kilo, ey. Komm schon, Junge. Okay, los geht's, mein Trainer. Du bist so weit gekommen. Okay. Du bist so weit gekommen. Wie lange haben wir trainiert? Das muss ich nicht. Der Glaube ist alles. Jahresration. Jahresration. Sauber. Nochmal. Letzte Mal. Trainer. Ja. Komm wieder. Mein Freund. Komm schon, Junge. Komm schon. Ich liebe dein Knie. Komm. Weiter. Weiter. Komm. Jetzt pushen! Pushen, lass mal hin, pushen! Ich will loslassen, Trainer! Oh, tut mir leid, ey, ich wollte dich motivieren. Komm jetzt! Jetzt, jawohl! 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 Alter! Alter, das ist ein Mann! Das ist ein Mann! Boah! Die Analyse. 70 Kilo kommen jetzt. Also, ich muss sagen, Bronze hat sich gut geschlagen, aber der Kopf war so rot wie eine Tomate und hat fast geplatzt. Der war jetzt fast geplatzt, der Kopf. Und deswegen glaube ich, dass Bronze an seine Grenzen gekommen sind und der PZ das Ding genauso bringt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich habe auch schon Trainingseinheiten vom PZ gesehen, wo er da die ganze Zeit am Drehen ist und dreht und man hört einfach nicht seine eigene Stimme. Naja, jetzt geht's los. Jetzt wird's richtig spannend. Das große Finale vielleicht. Was meint ihr? Junge. Das ist die Meisterklasse, das ist die Meisterklasse. Komm schon, Junge, komm schon, Junge. Ja, Junge, das ist Kraft. Sauber, Bronze, sauber. Das muss ich mit dir haben, ja, Mann. Schwede. Das war schon gut. Ich kann ihn nicht gewinnen lassen, ich muss das packen. Das will ich hören, Junge, das will ich hören. Du hast gesehen, wie er es gemacht hat, mach es nach, mach es besser. Los, komm schon. Komm schon, wir haben nicht ewig Zeit. Weiter! Weiter! Jawohl! Yes! 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 Hey, warte mal. Wo kannst du trainieren jetzt hier? 50 Kilo? Das ist nicht easy. Das ist nicht easy. Komm schon. Jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Ja, aber... Ja, komm, trainiert. Komm, 5000 Jahre. Ofenmuschi. Mal los. Ja. Ja. Ein letztes Mal. Ja. Bist du bereit? Bist du bereit? Ja. Go. Los. Ich glaube nicht, Junge. Ich glaube nicht. Denk an Bronzebeard. Denk daran, wie du ihn schlagen möchtest. Zwei! Und das letzte Mal! Drei! Jawohl! Das war easy! Okay, 80 Kilo stehen an. Hier sieht man nochmal die Scheiben. Ja, 5 Kilo, 10 Kilo und 50 Kilo. Und auf der anderen Seite genau nochmal das gleiche. Ihr seht,
Fairerweise, 80 Kilo wollen die beiden Jungs hier schaffen. Ich weiß es nicht, aber die wissen es. Los geht's! Komm, Junge! Da kommt noch was, ey, da kommt noch was. Wie auf Toilette. Komm schon. Okay. Komm schon, jetzt. Jetzt zählt's. Okay. Bunze! Los geht's, Mann. Komm schon! 3, 2, 1, los! Los! Komm schon! Ah, nein, ich hab's nicht! Ah. So, Bronze, du hast es leider nicht geschafft. 80 Kilo. Meinst du, der Payset könnte es schaffen? Ja, Payset hat auf jeden Fall gute Chancen, gut vorgelegt. Mein Ofen Roger ist schon fast weg, aber vielleicht gibt es ja noch eine Hoffnung, man weiß es noch nicht. Oder schaffen beide gar nicht. 80 Kilo, ich hab's gezeigt. Ja. Jetzt sei ein Mann hier, Junge. Okay, komm. Los, Junge. Alles holen, mein Junge. 80 Kilo. Komm schon. Schreien. Brust raus hier raus. 65 Kilo wiege ich noch. Was zur Erinnerung? Komm. 65. Komm jetzt. Oh Gott. Oh Gott. 1, 2, 3! Ja! Erstes Mal! 2 Stufen noch! Ah. Jawohl! Das letzte Mal! Scheiße. Also. Fakt ist, der Patrick hat zweimal hochgekriegt, aber dreimal war der vorausgesetzt. Also beide, es steht Gleichstand. Deswegen habe ich mir was überlegt. Wir machen jetzt noch eine lustige Sache. Und zwar müssen beide ein pinkes Tütü anziehen und Liegestütz machen. Gleich geht's weiter. So, liebe Leute, das ist jetzt der finale Moment. Bronzebeard gegen PZ. Der Bronzebeard hat 80 Kilo nicht geschafft, genau wie der PZ. Der PZ hat dafür eine mehr geschafft, muss man fairerweise sagen. Aber die Regel waren ja dreimal hoch und runter mit dem guten Stück. Ja, klingt schon wieder irgendwie seltsam. Mann, ey. Naja, auf jeden Fall habe ich mir was überlegt. Oder wir. Wir werden das jetzt so machen, dass die beiden 40 Kilo hochheben müssen. Und wer es immer am längsten schafft, beziehungsweise die meisten, der hat dann dieses Battle gewonnen. Also, genau. Es sind 40 Kilo. Ja. 40 Kilo für den guten Bronzebeard. Achtung. Fertig. Ofen. Los. Roger. Komm. Okay. 1, 2. Okay, 32 gilt es zu schlagen. 32. Mach ich 32. 32, Junge. Okay. Wobei, ich mach die Beine. Patrick, los. 1, 2, 3. Er macht noch weiter. Wobei das als Ablegen zählt, ja, oder? Ja, ja, aber er hat es geschafft. Ja, er hat es geschafft. PZ ist der Gewinner. Hoch mit dem Pionier. Komm hoch damit. Also, der PZ hat sich richtig gut geschlagen, muss man sagen. Oh, auf, also, ich sag mal, der Gewinner von diesem Match, jahrelang geplant in dieser wunderschönen Halle hier, der Tempel der Oasis. Der PZ ist der Sieger von der Handel. Junge, das ist prima. PZ hat es sehr schön, Junge. Guter Mann hier. So, PZ, was sagst du? Aber es gibt eine Revanche. Bronze hat sich echt viel besser geschlagen, als ich dachte. Ich dachte, wir hören so bei 60, 65 Kilo auf. 80 ist eine richtige Hausnummer. Und dann hier nochmal 32 vorzulegen, das war richtig krass. Da habe ich Respekt. Hätte ich nie gedacht. Super Leistung. So, und wie es sich für eine Siegerehrung gehört, Gewinner ist der PZ. Ja! Also,
Und jetzt ruhig. Wir haben schon die nächste Challenge am Start. Die hat was mit FIFA zu tun. Lasst euch mal überraschen. Wann das kommt, verrate ich ja noch nicht. Aber vermutlich Team Bronze gegen Team PayZ. Die nächste Challenge wird eine runde Sache. Ja, was meint ihr? Schreibt es doch in die Kommentare, was es denn sein könnte. Und schaut bei den Jungs unbedingt auf die Kanäle vorbei. Bronze, Bido, PayZ. Ich bedanke mich und natürlich auch. Danke, mein Trainer. Trainer. Und, ja, wie gesagt, Pickelcreme können Sie kaufen, wenn Sie möchten. Vielen Dank fürs Zugucken und habt einen schönen Tag. Macht einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat. Danke. Ey, aber wir müssen die Kilos dann noch einblenden und so immer. Ja. Wir können gleich zusammen schneiden. Ja. Kommt mir hoch.